Hallo, wir sind hier wieder bei einer neuen Folge Tibet Tested. Ich bin gerade hier auf dem Hessentag in Rüsselsheim und wollte schon immer mal eine Skisprungschanze ausprobieren. Hinter mir ist eine, die werde ich jetzt testen. Ich würde gern springen und zwar von ganz da oben. Was empfiehlst du mir? Direkt da oben anfangen oder soll ich erstmal die Mitte versuchen? Ja, wir empfehlen immer erst ab der Mitte, dass man sich ein bisschen das Gefühl kriegt für die Schanze, für die Geschwindigkeit, für den Flug. Und dann geht es ganz nach oben zum Springen. Wie hoch ist es da ganz oben? Ganz oben haben wir ungefähr 7,50 Meter. Der Absprung ist ungefähr bei 5 Meter. Und dann springt man ungefähr so in der Regel 1 bis 2 Meter. Okay, das kriege ich, glaube ich, hin. Ich würde sagen, Test 1 bestanden. Es ist heiß. Oh, das macht aber Spaß. Jetzt darf ich da endlich von oben mal probieren. Ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich schon, aber ich glaube, das gehört dazu. So, es ist geschafft. Ich habe auch nicht vor, ein zweites Mal zu springen. Ich muss sagen, die Abfahrt, da hatte ich nicht so die Sorgen gehabt. Aber echt, diese Anhöhe von einem Meter hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, weil ich hatte ein mulmiges Gefühl. Ich bin angekommen, trotz dass ich den Boden geküsst habe. Mir geht's gut. In dem Sinne, macht's gut. Ich kann es euch weiterempfehlen, auf jeden Fall. Tschüss, bis bald.